Adlern. Wir sind immer noch dabei, hier zu entkommen. Wir müssen hier gucken, dass wir die Polizei hier so ein bisschen im Laufen, mehr oder weniger. Ich muss jetzt gucken, ob ich irgendwie auf die Möglichkeit habe, eine sichere werden wahrscheinlich da nicht ins Haus. Doch, da keine Möglichkeit. Das ist natürlich total toll jetzt, wenn er ihn nämlich sieht. Scheiße. Der Heli weiß jetzt natürlich, dass wir hier sind. Ich schließe mich jetzt mal gerade hier so ein bisschen in die Ecke. Ich will natürlich hier in die Ecke rein. Kann ich nicht in die Ecke rein, okay? Die wissen natürlich, dass wir da sind, weil der Heli jetzt gerade hier so ein bisschen ausleuchtet. Aber er macht jetzt gerade einen Abflug. Ich muss jetzt echt aufpassen, ey. Super. Das ist natürlich total toll. Ich will mal hier ein bisschen abhauen. So, da bist du. Wir gehen mal hier in das Ding rein. Das ist ein toller. Der Heli geht mir gerade ein bisschen auf den Senkel, weil der gerade hier uns ausleuchtet. Wir müssen zum Wasserturm kommen, irgendwie, und ich habe nur 4 Schuss. Ich kann den Heli aber nicht austeasern, ne? Das ist nicht möglich, oder? Mit der Entfernung wahrscheinlich eher nicht, würde ich sagen. Sie haben natürlich, sie ahnen natürlich, wo wir sein könnten. Verschwinde mal mit deinem scheiß Heli, Mann. Gib mal auf den Sack mit deiner scheiß Taschenlampe. Ich hab mal super. Es war gar nicht so clever eigentlich, das Messlabor hochzuziehen. Der lässt mich auch nicht in Ruhe, ne? Der leuchtet hier aus und sagt jetzt hier gerade, hier ist er, aber wenn der Heli nicht wäre, könnte ich tatsächlich voraus aus der Nummer. Weil der leuchtet natürlich. Der ist da. Der bleibt da vorne schön. Das muss ich mal. Ich muss ja was machen. Ich muss ja mal hier aus der Nummer raus. Heli. Der scheiß Heli nicht wer. Achtung, Achtung, Officer hat es erwischt. Auf den Boden, verdammt! Los, ran! Auf den Boden, sonst gibt's Ärger! Boah, Alter, das sind zu viele. Leg dich nicht mit mir an, das hier sind 50.000 Volt! Ja, das war mir fast klar, dass das passiert. Weil der scheiß Heli... Ja, das sind 5, 6 Leute gewesen. Wie soll ich da machen? Was soll ich da machen? Fuck. Ich muss die Typen irgendwie ablenken. Scheiße. Willst du Ärger? Runter! Ich kann dich nicht durch die Zeit zauern, teasern oder was? Ich bin natürlich immer noch wieder. Ja, das war klar. Die sind immer noch auf mir, immer noch auf der Suche nach mir. Die wollen mich immer noch haben. Scheiße. Okay. Klar, die sind. Verdammt, er haut ab! Zentrale Bescheid geben, Flanke 4 ist abgelegt. Der Lady ist unterwegs. Wir kriegen den schon raus da.
letzten Mal haben wir die Hälfte von diesem Dreckshaufen wegen Drogen eingeladen. Suchen weiter. Gehen wir da in die Richtung. Der Chassis liegt halt hier rein, ne? Kein Sichtkontakt zum Verdächtigen. Guck mal hierher. Und so eher ich ein bisschen was rausziehe an der Nummer. Halt auch keine. Wir haben ihn verloren. Wir suchen weiter. Komm doch hierher! Du solltest ruhig hier reinkommen. Du musst ja nicht da unbedingt stehen bleiben, weil da vorne stehen noch mehr von denen. Kontakt zum Verdächtigen. Wir haben ihn verloren. Wir suchen weiter. Ich muss die Typen irgendwie ablenken. Da ist einer. Wie gehe ich das an? Ich muss ja da irgendwo durch, ne? Nein, die gehen jetzt in die Richtung, das heißt, es ist jetzt erstmal wurscht. Sofort auf den Boden! Mach mich nicht wütend! Der Verdächtige ist bewaffnet! Sofort auf den Boden, sonst gibt's Ärger! Ja, ich muss jetzt gucken, dass ich die. Ja, die werden wahrscheinlich nicht. Klein. Ja, ich hab verstanden, was ihr wollt. Lassen wir es mal. Sofort auf den Boden! Sofort auf den Boden! Mach mich nicht wütend! Nehmen wir die Verfolgung auf! Verlassen wir nur den Ein paar habe ich jetzt ausgeschaltet von denen schon, ne? Okay, so wird's jetzt gemacht. Warte mal, ich den jetzt da. Willst du Ärger? Ich muss jetzt wieder in den Raum rein. Herr Rett, Hilfe. Das war der falsche Raum. Gut, wir haben eigentlich unendlich Schuss. Nur so nebenbei. Das heißt, wir müssen ein bisschen taktisch, ein bisschen anders vorgehen. Gehen wir da rein in die Lücke. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich taktisch vorgehen und da irgendwie schauen, dass wir die. Dass wir die jetzt alle nach und nach holen.
Möchtest du denn da hin? Ist das ein Bug im Spiel jetzt gerade oder was? Lass jetzt gerade mal alles ein bisschen in Ruhe. Komme ich da unten runter? Komme ich da hoch? Wo komme ich denn da raus? Ach, hier. Okay. Theoretisch kann ich versuchen, da vorne gerade durchzulaufen. Das ist mich auch einer. Das ist gerade. Den möchte ich gerne da holen. Vorne auch noch holen. Komme ich hier durch? Ja, komme ich. So. Komme ich da durch? Ja, oder? So, dann machen wir hier lang. Und haben zumindest etwas mehr Ruhe. Ist wieder ein Wasserturm. Da sind wir. Ach Gott sei Dank haben wir das geschafft, ey. Sicher ein paar Fragen. Was machst du denn hier? Ein paar mehr, ne? Und woher hatte Pat meine Handschellenschlüssel? Officer, du solltest dich geirrt fühlen. Übrigens, Tab war mir für deine scheiß Abhöraktion was schuldig. Er ist nicht mit mir geflohen. Tab. Für den ist der Knast das Beste. Da kommt man schön vom Koks runter. Ich kenne mich da aus. Ey, Arschloch, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Hey, aber wenn hey, du denkst, ich hey! Würde... Da ist jemand, mit dem du reden solltest. Hier, nimm das. Was soll das sein? Siehst du das Schild da? Leuchte es an dreimal. Ganz schnell. Mhm. Genau da musst du... hin. Hier sind wir nicht sicher. Wir teilen uns auf. Tyson? Bleib von den Scheinwerfern weg. Scheiße. Wir sind immer noch nicht ganz sicher, ne? Okay, ich erinnere mich damals an einen Bretterverschlag. Eure Strafe erhöht sich dadurch nur. Oh ja, sei mal ruhig. Scheiß Pulle. Heli. Ich muss ja da irgendwie runter jetzt, ne? Der geht jetzt da hoch, okay. Soll er mal hier oben lang leuchten? Das ist nicht schlimm. Hier ist nicht! Kann ich da jetzt weiter? Nee, der will immer noch nicht. Okay. Das Heli soll sich mal verziehen. Wenn der weg ist, dann kann ich da weitermachen. Und steht sogar noch ein Kopf. Haftentzug ist strafbar. Wo muss ich da hin? Ich
finde. Das heißt, ich muss ja... Ich habe nichts zum Scannen, ne? Ich habe mein Handy nicht dabei, ich kann nicht scannen. Ich muss ja wieder raus, ich kann ja nicht hier hoch, ne? Jetzt brauche ich gerade, dass ich ein bisschen... Schiss hier, die da nicht umleuchten würde. Alle Einheiten, wir leuchten ihn aus. Ach komm schon, Kojoten? Fresse. Wir haben ihn hier. Immer den Vorfelder Seid vorsichtig. Ja, ja, das ist halt nicht schlimm. So, das ist... Tja, weil du nur deinen festen Radius fährst und ich kann hier weitermachen ohne Probleme. So, Polizei, Kopf ist weg. Vorne ist noch einer. Auf den Boden, verdammt! Scheiße. Scheiße, er war schneller. Ich hätte ihn gerne gehabt. Der war schneller mit... Ja, ja, das ist scheiße. Gut. Deine Drecksfunster weg, Mann. Hättest du nicht deine scheiß Funster gehabt, hätte ich den Kopf jetzt mal weg gehabt. Ja, das ist mir klar. Sofort auf den Boden, sonst gibt's Ärger. Richtig. Sofort auf den Boden. Mich nicht wütend. Ernsthaft? Das wäre der scheiß Ziel gewesen. Das wäre der scheiß Ziel gewesen. Und was? Und dann mache ich dir noch einen Taser. Scheiße, was ich denn gehabt, ey. Okay. Lecco mio, ey, das wär's gewesen. Ich wär durch gewesen mit der Nummer. Jetzt lass ich den Pedi mal kurz mal sein machen. Klar. So, jetzt muss ich gerade gucken, dass ich da irgendwo hinkomme. Ja, ja. Ich muss hier rein. Oh Gott sei Dank. Sehr gut. Dein neuer Look gefällt mir übrigens. Was wollen wir hier heißen? Warte einfach ab, Mann. Nein, ich will es jetzt wissen. Erklär mir zum Beispiel mal, warum du den Bus in die Luft gejagt hast, in dem ich war. Okay, das war scheiße. Aber an funktioniert. Geschafft, ey. Los mir nach. Klar, die marschieren jetzt natürlich da vorne auf. Suchen uns noch, aber... Ah, die suchen eigentlich immer noch da vorne, ne? Welches durch die... Oder ist das gerade falsch? Ich hab's geschafft. Kyle. Ihr wollt mich doch verarschen. Tabs Transport. Der Schlüssel. Kaputte Cops. Wir kennen uns eben aus. Hm. Mann, es tut mir echt, echt leid. Gib mir einen Grund, dich nicht auszunocken. Erstens, ich schlag zurück. Da bin ich mir sicher. Zweitens, Julian Dawes. Denk mal drüber nach. Er hat mir alles versaut. Er hat dich eingebuchtet und sie hat er auch abgezogen. Du bist der Einzige, dem wir vertrauen können. Vertrauen? Und was bitte soll ich davon haben? Dawes muss kapieren, dass seine Taten Konsequenzen haben. Auf Gerechtigkeit standst du schon immer, richtig? Was wäre, wenn ich euch sage, ihr sollt euch ins Knie ficken? Dann ficken wir uns ins Knie. Ja, was? Und du kriegst einen schicken Knast-Overall. Fällt die Entscheidung so schwer?
im Jahrfeld ziehe mit. Und was danach passiert, sehen wir in der nächsten Folge.